Ich dachte, es wird heute ein ganz schnelles und einfaches Video. E-Gitarre Sound einstellen, die Basics, da muss ich mir ja gar nichts überlegen. Das mache ich doch mit links. Schließlich mache ich das ja seit 30 Jahren immer wieder. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber man kann sagen, ich habe Erfahrung auf diesem Gebiet. Nur viel darüber nachgedacht, habe ich über das Thema Sound einstellen bisher ehrlicherweise nicht. Ich habe den Sound für mich immer nach Gefühl und nach Gehör eingestellt. Das jetzt in handfeste Schritte oder Tipps zu formulieren, hat mich ganz schön gefordert. Ich ahnte ja noch nicht, was ich da für ein Fass aufmache mit dem Versuch, Regeln zum Einstellen eines Verstärkers aufzustellen. Du wirst es gleich sehen, dass das alles nicht so einfach ist wie gedacht, aber ich denke, es wird sich für dich lohnen, dran zu bleiben. Für das heutige Video dachte ich, man muss doch den Leuten ein paar Regeln an die Hand geben können, wie ein Verstärker richtig einzustellen ist. Also zu sagen, mach das einfach nach Gefühl, wäre für ein Unterrichtsvideo doch ein bisschen dürftig, oder? Also dachte ich mir, ich forsche mal, um da meinen persönlichen Horizont zu erweitern, wie das andere professionelle Gitarristen und Gitarrenlehrer erklären. Es muss doch ein paar allgemeingültige Regeln geben, wie man so einen Verstärker richtig einstellt. Ich suchte also gestern Morgen mal nach Videos unter Stichworten wie Best Amp Settings, How to get great guitar tones, How to make amps sound good und so weiter. Natürlich gibt es dazu unzählige Videos, aber ich habe mich, um das einzugrenzen, von vornherein nur auf Videos eingelassen von Leuten, die ich kenne und finde, dass die richtig gut klingen. Also für meine Ohren, das ist immer subjektiv. Denn wer will denn malen lernen von jemandem, dessen Bilder einem nicht gefallen? Oder kochen lernen von jemandem, bei dem es nicht schmeckt? Wohl kaum. Nein, ich habe streng nach Resultat ausgewählt. Also nur, wenn es bei den Spielern gut klingt, will ich am Ende auch wissen, wie die es gemacht haben. Und alles, was ich da jetzt von diesen Gitarristen an Tipps, Tricks und Regeln gelernt habe, habe ich erstmal unreflektiert aufgeschrieben. Zum Beispiel sagt ein sehr erfolgreicher YouTube-Gitarrenlehrer, für einen guten Clean-Sound muss man immer die Mitten rausdrehen und dafür Höhen und Mastervolume weit aufdrehen. Für einen Crunch-Sound die Mitten weit rein, für einen richtigen Heavy-Sound die Mitten wieder raus. Okay, bei dem klingt das gut. Und wenn er sagt, der Mittenregler ist das entscheidende Element, habe ich das erstmal so angenommen. Im nächsten Video aber eines anderen ebenso von mir geschätzten YouTubers heißt es, das Geheimnis toller, stark verzerrter Sounds sei es, die Mitten und Höhen weit reinzudrehen, besser raus. Okay, Widerspruch. Und so ging es weiter. Im nächsten Video wurde empfohlen, alle Regler auf 2 Uhr zu stellen. Dass das die Einstellung sei, in der ein Verstärker in der Regel am besten klingt. Der sogenannte Sweet Spot. Es klang auch toll in dem Video. Es gibt Leute, die sagen, die Endstufe, der Master Volume, muss ganz aufgedreht werden. Erst dann atmet der Amp. Und wie gesagt, ich habe nur Leute zu Wort kommen lassen, deren Resultate für meine Ohren wirklich überragend gut klingen. Also ist das doch alles total widersprüchlich, wenn man sich da Ratschläge mehrerer Leute zu dem Thema anhört. Deswegen ist es für mich jetzt so schwer, für dich zum Nachmachen verlässliche Regeln zu formulieren, wenn es offensichtlich jeder anders macht. Aber warte ab, es gibt sie am Ende doch, die allgemeingültigen Tipps von mir. Gedulde dich noch einen Augenblick, ich komme darauf zurück. Mir kam ein Vergleich in den Sinn, der manche Leute ähnlich hilflos zurücklässt. Ernährungskonzepte. Wenn man Gewicht verlieren oder sich gesünder ernähren will, gibt es dazu die unterschiedlichsten Meinungen und Expertenratschläge. Low Carb, Low Fat, vegetarisch, vegan, viel Fleisch, viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt oder möglichst lange Fastenintervalle und eine große Mahlzeit am Tag. Aber die Leute, die das verkünden, sehen, egal welche Richtung sie vertreten, immer schlank und kerngesund aus. Das ist ja das Verwirrende. Gut, das ist heute nicht unser Thema, aber ich musste es loswerden, weil es mich total daran erinnert. Als nächstes hatte ich die Idee, mir mal meine Verstärker-Plugins auf dem Rechner näher anzuschauen. Ich habe einige Archetype-Plugins von Neural DSP, bei denen namhafte Gitarristen ihre Presets, also ihre Einstellungsvorschläge, abgespeichert haben. Wenn es feste Regeln zum Einstellen von Verstärkern gibt, dann müssten mir die doch förmlich ins Auge springen, dachte ich mir, wenn ich da mal die Einstellungen vergleiche, oder? Und ja, auch dabei habe ich ein bisschen was gelernt, was ich dir gleich in Form meiner 5 Erkenntnisse weitergeben will. Aber bis zu diesem Punkt waren all meine Forschungen rein passiv. Ich habe mir angehört und angeschaut, was andere machen und das im Einzelfall so für gut befunden. Jetzt wollte ich es natürlich auch praxisorientiert angehen, selbst aktiv werden. Denn das Ziel des heutigen Videos war für mich von vornherein, am Ende Tipps geben zu können, hinter denen ich selbst stehen kann, weil sie für mich funktioniert haben. Dazu habe ich mir mein Boss Katana 50 Mark II Combo vorgeknöpft, weil das, glaube ich, von meinen Verstärkern derjenige ist, den die meisten auch zu Hause haben. Ich habe also meinen Laptop daneben gestellt,
einige Videos angeschaut, wo es um das Einstellen des Boss Katana geht. Parallel habe ich die Einstellungen exakt wie in den Videos gezeigt, übernommen und geprüft. Klingt das bei mir mit denselben Einstellungen genauso? Die undankbare Antwort lautet in vielen Fällen erstaunlicherweise nein. Also selbst wenn ich den gleichen Verstärker habe wie ein hervorragend klingender Gitarrist im Video und den genauso einstelle, muss es bei mir für meine Ohren noch lange nicht gleich klingen. Wenn du jetzt vielleicht auch den Boss Katana 50 Mark II hast, dann wirst du bestimmt auch davon profitieren, dass wir einfach nochmal alle Regler durchgehen. Dass ich mal kurz sage, was macht jeder einzelne Regler, und man kann es auch übertragen auf einen anderen Verstärker. Wenn man jetzt wirklich zum allerersten Mal mit den Bezeichnungen von Reglern konfrontiert ist, was macht was? Hier haben wir praktisch verschiedene Kanäle, wie man beim Röhrenverstärker sagt, verschiedene Vorab-Einstellungen. Es geht dabei vor allem um Verzerrung, dass es meistens einen cleanen Kanal gibt, also einen klaren Gitarrensound, oder einen Overdrive-Kanal vielleicht, oder Drive- oder Gain-Channel, mit dem man verzerrte, rockigere Sounds macht. Und hier bei einem Modeling-Verstärker ist es oftmals so, dass da schon bestimmte klassische Gitarrenverstärker benannt sind, nach denen diese Kanäle geformt sind. Und das ist eigentlich alles. Also es kann sein, dass dein Verstärker nur zwei Kanäle hat oder hat vielleicht auch nur einen, dann gibt es das gar nicht. Aber hier kann man umschalten von Akustiksimulation clean und es wird dann immer verzerrter praktisch bis hin zu Brown, was eine Van Halen-Assoziation ist. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ganz klarer Sound, über den man sogar eine akustische Gitarre spielen würde, bis zu einem sehr verzerrten Sound. Darum geht es bei diesem Regler. Gain bestimmt dann nochmal die Intensität dieser Verzerrung. Und da sind die Reserven eben unterschiedlich, je nach angewähltem Kanal. Volumen regelt dann dafür die Lautstärke, weil mit Gain wird die Lautstärke auch höher. Und dann habe ich hier eine Möglichkeit, die Vorstufen Lautstärke hiermit noch zu regeln. Equalizer ist, denke ich, selbsterklärend. Bässe, Mitten und Höhen. Beim Modeling-Verstärker, insbesondere hier beim Katana, habe ich noch die Möglichkeit, einen Booster zuzuschalten. Ein Booster bringt neben etwas mehr Lautstärke meistens auch ein bisschen mehr Verzerrung oder Übersteuerung. Gut. Effekte, einen Modulationseffekt, sowas wie Chorus, kann ich hier ganz einfach in der Intensität regeln. Und hier habe ich eben noch einen weiteren Effekt und Delay, kann ich alles einstellen. Reverb ist Hall, also wie groß der Raum eigentlich klingt, in dem wir sind. So eine Simulation könnte man sagen. Von manchen Parametern habe ich hier nochmal die Möglichkeit umzuschalten, verschiedene Variationen abzurufen. Das habe ich auch hier am Anfang vergessen. Das ist auch, kann gedrückt werden oder habe ich zu jeder einzelnen Verstärker-Voreinstellung nochmal eine Variation. Also habe ich am Ende doppelt so viele Sounds, wenn man so will. Master bestimmt die Gesamtlautstärke. Also ich kann auch, gerade wenn ich mit dem Floorboard noch arbeite, verschiedene Sounds abrufen, die ja unterschiedlich laut auch gewünscht sein können. Aber die Gesamtlautstärke am Ende mache ich hier mit dem Master-Volumenregler. Und darüber hinaus ist hier auch moderneren Röhrenverstärkern nachempfunden eine Leistungsumschaltung. Ich glaube, das darf man nicht ganz für bare Münze nehmen, welche Zahlen hier genannt werden, von 0,5 Watt. Bis 50 Watt. Es heißt aber einfach auch nochmal, ich kann eine Einstellung abrufen für zu Hause, fürs Wohnzimmer und vielleicht bis zu einer für die Bühne. Finde ich persönlich schöner, als das mit dem Master-Volumen-Regler machen zu wollen. Man kann experimentieren, was besser funktioniert. Taps sehe ich gerade noch, ist für Delay wichtig, dass das Echo im Rhythmus des Songs, also am Tempo des Songs, das kann ich daran anpassen. Und hier kann ich, glaube ich, gespeicherte Sounds abrufen und kann hier wieder umschalten zu der Einstellung, die hier sichtbar angewählt ist, zur vorhandenen Regler-Einstellung. Power ist selbsterklärend und über das Video verteilt zeige ich dir jetzt noch ein paar konkrete Klangeinstellungen, wie ich es genau einstellen würde. Das muss ich dann gar nicht mehr kommentieren. Ich blende es dir einfach ein, wie es eingestellt ist, und du kannst es dann mal als Basis für deine eigenen Soundexperimente so nachvollziehen. Kommen wir also jetzt zu meinen 5 gewonnenen Erkenntnissen, die ich dir an dieser Stelle guten Gewissens auch weitergeben kann. Erstens, extreme EQ-Einstellungen würde ich vermeiden, beziehungsweise sind einfach nicht nötig. Warum?
Dazu muss ich ganz kurz ausholen. Bei den klassischen Verstärkern der 60er Jahre war es oftmals so, dass diese ursprünglich für andere Zwecke konzipiert waren, als wir Gitarristen uns das heute vorstellen können. Oftmals hat eine ganze Band über einen Verstärker gespielt oder der ganze Saal wurde nur mit so einem Verstärker alleine beschallt, ohne PA. An verzerrte Rocksounds hat Anfang der 60er vermutlich auch noch niemand gedacht. Das heißt, das, was wir heute als perfekte Gitarrensounds empfinden, entstand erst später durch Missbrauch dieser Verstärker, muss man sagen. Sie wurden ganz anders eingestellt, als vom Hersteller ursprünglich gedacht. Im einfachsten Falle wurde einfach alles voll aufgedreht, zum Beispiel, um den Sound zu verzerren und ihn damit in damals noch unbekannte Richtungen zu verbiegen. Und viele Ratschläge zur Einstellung von Verstärkern, die heute noch im Umlauf sind, haben da ihren Ursprung. Sie kommen noch aus dieser Zeit der Zweckentfremdung von Verstärkern. Bei heutigen Verstärkern, die heute konzipiert wurden, also vielleicht auch digitale Modeling-Technik, wie beim Boscatana, sieht das komplett anders aus. So ein moderner Verstärker klingt in aller Regel dann schon mal sehr gut, wenn alle Regler in Mittelstellung auf 12 Uhr sind, weil er ab Werk auf diese Erwartung hin abgestimmt wurde. Jüngere Gitarristen, die wie ich die 60er Jahre nicht mehr erlebt haben oder vielleicht noch viel jünger sind, und die jetzt eventuell ihren ersten Verstärker überhaupt vor sich stehen haben, die erwarten doch, dass es gut klingt mit allen Reglern in der Mitte, weil man das von der Stereoanlage zu Hause oder auch im Auto eben so gewohnt ist. Wir müssen also unterscheiden. Haben wir es mit einem detailgetreuen Fender Marshall Vox Nachbau zu tun, dessen historisches Vorbild 1962 erfunden wurde, oder geht es um ein Verstärkerkonzept der jüngeren Zeit? Ich mache das ja heute mit einem modernen Modeling Amp, weil das, denke ich, der Standard der heutigen Zeit ist, gerade für Leute, die mit dem Gitarrenspiel anfangen. Daher jetzt mein EQ-Tipp, Klangregelung für den modernen Verstärker. Fange mit allen Reglern in der Mittelstellung an, also Bässe, Mitten, Höhen, manchmal gibt es auch noch Presence auf Mittelstellung. In aller Regel wird es ganz gut klingen, aber du wirst fast immer das Gefühl haben, mit der Gitarre, die du gerade spielst, in der Stimmung, in der du vielleicht doch gerade bist, bei der Lautstärke, die gerade gefragt ist, ich wünsche mir ein bisschen mehr davon und ein bisschen weniger davon. Klar, denn die Gitarre prägt ja mit den Klang. Und das kann der Hersteller bei der Abstimmung ja nicht mit einrechnen, welche Gitarre du gerade spielst. Dann justierst du das eben ausgehend von der Mittelstellung vorsichtig nach, je nach Gitarre. Ich würde sogar sagen, von der Mittelstellung der Regler nur so weit abweichen wie nötig. Ich war in meiner Anfangszeit noch viel zu sehr davon geprägt, was die alten Recken erzählt haben von den glorreichen Sounds der 60er und 70er, was ja alles auch nicht falsch war, wo es eben Tricks gibt, um das gewünschte Resultat zu erhalten. Aber ein moderner Verstärker braucht das nicht. Da muss man keine großen Tricks mit der Klangregelung ausprobieren. Das macht es meiner Erfahrung nach eher schlechter. Mir ist das auch aufgefallen, als ich, wie schon kurz angesprochen, meinen virtuellen Soldano SLO 100 und die eingespeicherten Presets namhafter Gitarristen unter die Lupe genommen habe. Der Soldano ist für viele der Prototyp eines modernen, zeitgemäßen, flexiblen Amps, also gut, Stand 80er Jahre, ganz neu ist er auch nicht mehr, aber da sind kaum extreme Reglereinstellungen zu sehen bei den eingespeicherten Presets. Also die Abweichungen von der Mitte sind niemals so extrem, dass jemand zum Beispiel alle Regler voll aufgedreht oder nach außen gedreht hätte. Die Anpassungen sind immer moderat, ist mir aufgefallen. Also wenn es bei deinem Verstärker mit dem EQ in Mittelstellung etwas zu muffig, zu dumpf klingt, dann kannst du mal experimentieren. Vielleicht bei verzerrten Sounds passiert das manchmal, die Bässe ein wenig zurückzudrehen, vielleicht etwas mehr Höhen, vielleicht auch etwas mehr Mitten. Bei Metallica-Sound eher die Mitten ein bisschen rausnehmen, aber alles dezent. Es ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber ich würde immer bei der Mittelstellung anfangen und nur so wenig wie möglich verändern. Wofür ist bei mir die Klangregelung am wichtigsten? Um zwischen Gitarren hin und her zu wechseln. Wenn ich einen Sound eingestellt habe, mit dem ich rundum zufrieden bin und am nächsten Tag eine andere Gitarre darüber spiele, dann nutze ich die Klangregelung, um das minimal auszugleichen, was mich durch den Gitarrenwechsel jetzt stört. Aber ohne eine Klangvorstellung und ein Gehör dafür zu entwickeln, geht es meines Erachtens nicht. Deswegen kann es am Anfang auch eine gute Idee sein, wenn du noch nicht so weit bist, mal den Verstärker mitzunehmen zum Gitarrenlehrer und dir in einer Gitarrenstunde mal den Sound einstellen zu lassen oder das gemeinsam zu machen. Also nochmal mein EQ-Tipp in Kurzform. Zu krasse Abweichungen von der Mittelstellung machen es in aller Regel eher schlechter als besser. Zumindest bei einem modernen Verstärker. Wenn es in dieser Mittelstellung völlig daneben klingt, dann hat das meiner Erfahrung nach eine andere Ursache. Vielleicht hast du uralte Saiten drauf oder du hast noch ein Effektgerät vorgeschaltet, das merkwürdig eingestellt ist. Dann würde ich da mal experimentieren.
Zweitens, den Gain-Regler richtig einstellen. Wenn dein Amp keinen Gain-Regler hat, dann ist er entweder nicht für verzerrte Sounds vorgesehen. Das betrifft aber eher die Abteilung Klassiker der frühen 60er, wie schon gesagt. Wahrscheinlicher ist, dass der Regler bei deinem Verstärker nur anders heißt, zum Beispiel Drive oder Overdrive. Moderne Verstärker haben, anders als die Oldtimer, üblicherweise keinen Mangel an Zerre-Reserven. Zerre ist die Funktion dieses Gain-Reglers. Mein erster professioneller Verstärker vor Jahrzehnten war ein Marshall JCM800. Der hatte nicht die Gain-Reserven, die ich mir damals als Metallica-Fan gewünscht hätte. Das war mir immer zu wenig. Und daraus ergab sich so ein Automatismus, dass ich bei den folgenden Verstärkern dann mit Mehrzahlvermögen den Gain-Regler immer voll aufdrehte auf Rechtsanschlag. Nach dem Motto, das habe ich ja jetzt alles teuer bezahlt, ich wollte mehr Gain, jetzt wird es auch voll ausgeschöpft. Und das sehe ich heute auch noch bei vielen Gitarristen, dass man denkt, mehr Gain ist gleich mehr Sound, mehr ist mehr, schneller, höher, weiter und so. Meine Theorie ist aber heute eine ganz andere. Mehr Gain heißt zwar, es wird leichter zu spielen und wenn man nichts kann, klingt es schneller beeindruckend. Allerdings immer zu dem Preis, dass Dynamik, also laut-leise Abstufung, Definition und Charakter des Verstärkers flöten gehen und dass die Nebengeräusche stark zunehmen. Das kannst du dir so ähnlich vorstellen, wie wenn jemand ein Foto macht und danach einen sehr krassen Farbfilter mit 100% Intensität darüber legt. All die Feinheiten des Fotos und damit auch die konkrete Bildgestaltung, Belichtung, Farben, das tritt alles in den Hintergrund und der Betrachter sieht nur noch, krasser Farblook. Aber irgendwie schade um das vielleicht mit Fingerspitzengefühl gut aufgenommene Foto. Beim Verstärker mit Gain auf Rechtsanschlag sehe ich das so ähnlich. Schade um den vielleicht gut gespielten Gitarrenpart. Man hört es ja dann nicht. Das Resultat wird undefiniert klingen, matschig, man hört nicht mehr, welche Gitarre verwendet wurde und ob der Gitarrist hart in die Saiten gehauen hat oder ganz vorsichtig. Vieles geht verloren, wenn man den Gain-Regler zu weit aufdreht. Daher würde ich dir raten, drehe ihn immer nur mit Fingerspitzengefühl, ähnlich wie schon bei der Klangregelung gesagt, auf und so weit wie unbedingt nötig für den von dir angestrebten Sound. Ich habe ja nichts gegen High-Gain-Sounds, aber High-Gain muss auch nicht heißen auf Rechtsanschlag. Und wenn es nicht brachial genug klingt, kann es einfach auch am Anschlag liegen, dass du härter anschlagen musst oder, wie schon gesagt, ein bisschen mal die Bässe rausnehmen, ein bisschen mehr Höhen an der Klangregelung was verändern. Drittens, Umgang mit fertigen Presets oder Einstellungsvorschlägen. Man kann die Einstellungen aus dem Handbuch eines Verstärkers oder auch die in einem Video eingeblendeten oder gezeigten niemals ungeprüft 1:1 übernehmen. Ich bin am Ende meiner Videorecherche zum Boss Katana auf der Suche nach den besten Einstellungen dafür mal wieder beim YouTube-Kanal von Bonedo hängen geblieben, einem hervorragenden deutschen Musikerportal mit Tests, Workshops, Artikeln und Videos zu allem rund um die für uns interessanten Themen. Da habe ich mir das Sound-Demo-Video zu meinem Amp, dem Katana 50 Mark II, angeschaut und das hat mich geschmacklich, klanglich von den vielen angeschauten Videos am meisten überzeugt und ich habe zum Ausprobieren diese Einstellungen mal exakt übernommen. Dabei klang es aber, selbst mit einer Gitarre desselben Typs, nie genau gleich. Meine Strat mit dem Ahornhals klingt vielleicht ein bisschen höhenreicher als eine andere mit Palisander-Griffbrett. Ich habe aber vielleicht auch eine etwas andere Spieltechnik, andere Plektren, andere Saiten drauf als der Tester. Die Sounds, die du heute in diesem Video siehst und hörst, die habe ich im Grunde von dem Bonedo-Video übernommen und dann aber an die jeweilige Gitarre und an mein Ohr ein wenig angepasst. Wir kommen nicht drum herum um den Faktor Gehör. Eine nüchterne, zahlenbasierte Einstellungsempfehlung reicht dir einfach nicht aus. Viertens, Position des Verstärkers. Wie ein Verstärker für deine Ohren klingt, ist auch ganz stark abhängig vom Raum und der Position des Verstärkers im Raum. Also einfaches Beispiel. Ich stelle meine Sounds ein am Verstärker mit umgehängter Gitarre im Stehen, sodass der Lautsprecher auf meine Beine gerichtet ist. Es klingt toll, wenn ich danach aber auf der Couch sitze beim Spielen und der Lautsprecher auf meine Ohren gerichtet ist, klingt derselbe Sound aufdringlich und unangenehm. Das ist ganz normal. Genauso ging es mir auch schon mal bei einem Scott Henderson-Konzert, der
ein Sound-Experte und Fetischist ist und für mich auch eine Art Vorbild in Sachen Sound. Aber als ich mal direkt vor seiner Gitarrenbox im Publikum stand, war mir das alles zu fies und zu aufdringlich. Der hat das wahrscheinlich auch nicht so eingestellt, dass er direkt davor stand. Probiere einfach mal aus, wie du dich auch in der Bandprobe am besten und am angenehmsten hören kannst. Denn du wirst am besten spielen, wenn es für dich gut klingt. Und es soll ja Spaß machen. Für mich hat sich bewährt, im Bandkontext den Verstärker angekippt in Richtung meiner Ohren auf den Boden zu stellen. Dafür gibt es zum Beispiel für wenig Geld den Standback Amp Stand, den ich lange verwendet habe. Der war im täglichen Live-Einsatz zwar nicht ewig haltbar, dafür aber sehr praktisch verstaubar. Ich glaube, ich sollte mir den mal wieder bestellen. Von Fender gibt es alternativ Tiltback Legs, aber die müssen fest angeschraubt werden. Das heißt, man muss Löcher bohren und es muss genau die richtige Größe dieser Legs sein, dass es auch stabil steht. Das muss man dann mal vorher recherchieren. Wenn der Verstärker keinen Kontakt mehr zum Boden hat, klingt es unter Umständen etwas dünner, mit weniger Bässen, für mein Gespiel einfach nicht so ideal. Also diesen Aspekt würde ich nicht außer Acht lassen, weil es in der Wahrnehmung krassere Unterschiede macht als Veränderungen in der Klangregelung. Fünfter und letzter Punkt, Umgang mit Effekten. Natürlich wäre das Thema Gitarreneffekte alleine ein mehrstündiges Video wert. Daher nur kurz ein paar Punkte, die man, glaube ich, gut auch verallgemeinern kann. Mit ein bisschen Hall klingt jeder Gitarrensound besser, räumlicher, angenehmer und weniger aufdringlich. Es muss gar nicht viel davon sein. Was ist darüber hinaus wichtig? Die Effektreihenfolge oder Signalkette. Bei einem Modeling-Verstärker wie dem Katana muss man sich darüber keine großen Gedanken machen, denn der hat an Effekten alles an Bord, was man braucht und natürlich intern in der richtigen Reihenfolge hintereinander geschaltet. Auch das spart, wenn man noch am Anfang steht, womöglich viel Frust und viel Geld für externe Effektgeräte plus Netzteile und Kabel. Was aber auch hier gilt, dezenter Einsatz von Effekten klingt meistens besser und professioneller als zu viel davon. Wenn du jetzt aber vielleicht einen Verstärker ohne eingebaute Effekte hast, kann es sein, dass dieser über einen Effektweg verfügt. Das wird sichtbar durch zwei zusätzliche Klinkenbuchsen, oft an der Verstärkerrückseite, die beschriftet sind mit zum Beispiel Preamp Out und Power Amp In. Da sollen die Effekte dazwischen, die dem fertigen Sound nur etwas hinzufügen, wie zum Beispiel Hall oder Delay. Die klangformenden Effekte, die den Klang krass verändern, wie Verzerrerpedale, die sollte man hingegen vor den Verstärker schalten, also mit der Gitarre in den Verzerrer und dann erst in den Eingang des Verstärkers. Und wenn der Verstärker aber keinen Effektweg hat und keine eingebauten Effekte, dann musst du deine Effekte alle vor den Eingang schalten, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Dann würde ich aber darauf achten, dass Verzerrer vorne in der Kette platziert werden. Also direkt hinter der Gitarre und sowas wie Delay und Hall ganz zum Schluss am Ende der Kette, bevor es dann in den Verstärker geht. Weil es einfach gesagt besser und natürlicher klingt, einen verzerrten Sound am Ende noch mit einem Echo zu versehen, als einen cleanen Echo-Sound am Ende noch zu verzerren. Wenn du mehr Infos in dieser Richtung haben möchtest, würde ich dir auch Bonedo ans Herz legen. Da gibt es richtig tolle schriftliche Workshops dazu mit Klangbeispielen. Bleibt mir abschließend nur zu sagen, traue deinen Ohren mehr als irgendwelchen Tipps. Und um das Gehör weiterzuentwickeln, höre dir deine Lieblingsaufnahmen mal kritisch an. Analysiere die Sounds, bilde sie mit deinem vorhandenen Equipment und deinen Fähigkeiten nach. Und das wird mit der Zeit automatisch immer besser. Alles, was ich kann, habe ich durch Imitieren und Anpassen auf meine Situation gelernt. Und wenn du übrigens wissen willst, warum du dir jetzt keine neue Gitarre kaufen solltest, dann schau dir auch mal dieses Video an.